Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Sid Meier's Civilization 6 in unserer Deutschlandwelt. Beim letzten Mal haben wir einen extra Part mit Polen gemacht. Stimmt gerne dort ab, ob ihr mehr davon wollt. Wir starten natürlich die nächste Runde. Wir haben hier ganz viele Städte. Er konvertiert zum Buddhismus. Das geht natürlich gang. Was macht ihr da? So. Also, ich werde das Meer besegeln und zwar ab in die Richtung, weil da ist locker noch jemand. Krass. Du, der du gehst den schmalen Pfad durch Tophets Flammen zum jüngsten Tag, den Heiden ihr Gebet nicht versagt, zum Buddha in Kamakura. Ja. Du, der du gehst den schmalen Pfad durch Tophets Flammen zum jüngsten Tag, den Heiden ihr Gebet nicht versagt. Zum Buddha in Kamakura. Buddha ist übrigens die Statue von dem Buddhismus. Von Rudyard Kipling. Und was haben wir hier erschaffen? Mönchskrieger. Hä? Was ist das? Was ist das noch zum 10. Mal? Was sind das für Typen? Was können die machen? Was machen die? Was wollen die? Was ist das? Der erste, der zweite, der dritte, der vierte. Was ist das? Was habt ihr doch nur uns angetan? Warum ist das so? Wie viele Dinger sind das denn? 1 Milliarde bestimmt, ey. So. Segel in die Richtung setzen. Setz die Segel. Setz die Säge. Und lasst uns. Ja.
wenn ich's kriege. Der Pazifik. Ist frei von irgendeiner Religion. Ja, na und? Bringt euch das, wenn mir noch zu? Oh mein Gott. Wir haben ja eigentlich nicht mehr so viel zu tun in der Stadt. Ja. Alter. Wir haben so viele Einheiten, die wir gar nicht erst benötigen. LOL! Neuer Kontinent! Da ist es. Ich wusste doch, es gibt eine andere Seite. Da hinten ist Rio de Janeiro. LOL. Also, wo ist der Guru? Hallo? Guru? Habe ich dir diesen Auftrag überhaupt einmal gegeben? Du gehst natürlich dahin. Was ist das für eine Frage? Dieser Mönchskrieger, der bleibt mal da. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Ja. Ja, tun wir, werden wir. Ja. Ja, ist mir doch komplett egal.
Also, wo sind wir? Hier. Ja. Hallo. Wir gucken uns das hier mal an. Was ist denn das hier? Also, machen wir das Runde. Stellt sich das Spiel gut an. Auf unserem Kontinent wütet der. Ist nicht gut. Wetterdienst sagt, bereitet euch auf einen Sturm vor. Wetterdienst sagt, bereitet euch auf einen Sturm vor. In Köln, München oder Timmendorfer Strand. Köln, München, Timmendorfer Strand. Ich kann das Unwetter gerade nicht wütend sehen. Alter, was ist das da hinten? Mapuche. Ja, krass. Wir sollten da eine Politik drauf ziehen. Nur 4 Runden, um den Technikbonus zu stehlen. Ja. 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 Wir wollen da auch gleich nochmal eine Botschaft errichten. Bibliothek und dauerhafte Botschaft. Ja. Gut. Strupa. Ja. Heidelberg. Das kann ich so lassen. Kann ich nicht. Es heißt nicht Heidelberg. Es heißt Scharbeutz. Schabolzo. Ja, so ist es gut. Wir sagen Gesamt. Alter. Das Auge von Afrika von Charles Hatfield. Seltsamerweise scheint es sich nicht um einen Krater eines Meteoriten zu handeln, sondern um eine ausgewachsene Kuppel mit einem Regenbogenfarbschema. Ja? Ja. Auge von Afrika. Müssen weiterziehen, Leute.
Ist doch egal. Schwertkämpfer? Salvador da Bahira. Okay. So. Ja. Machen wir mal später. Woanders was wird es. Ich glaube, haben wir jetzt alle gefunden. Sie waren aber sehr weit entfernt. So. Dass der Pazifik bis zum Nordpol geht, hätte ich nicht gedacht. Bald. Arena, lol! Wir bekommen endlich mal die Arena hier, ey. So, wo können wir denn rum? Sieh, hier können wir rum. Elf Runden. Alter, der Händler ist jetzt ein LKW. Krass.
1930 ist schon, ne? Stall ist doch nicht das Wichtigste auf der Welt, das haben wir eh genug. Hallo? Lager, ach so. Okay, gut, das war natürlich schlau von mir. Ja, wollen wir. Jawohl. Wir werden wieder den Technikbonus stehlen. Los, Alter. Die Ausrichtung sind wir krass hin. Technologiebaum. Zusammen mit Jinx Khan in der Renaissance im Industriezeitalter. So, heftiges Unwetter. Kunstmuseum. Bla bla bla. Go. Krass. Bam, 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 bam. Der kann uns nicht angreifen. Alter. Digga, der hat einen großen General. Es geht ein Pieker. Ja. Ja, klar. Da oben. Musst du einfach nur dahin fahren, ey. Achso, gehen. Renn doch. Sieht es nicht mehr?
Sharp Boys. Federgriff ist doch komplett egal. Der bedeutende Sieg steht uns nah. Und einer ist noch da. Weltkongress. Ja. Okay. Stallungen und Militärakademie Handels. Nein. Stadtmauern. Das hat Sekundärog auch schon mal gesagt, aber wir wollen das nicht! Alter, wie viel Glauben wir haben. In die Nähe gezogen ist. Wenn ihr das Nähe nennt, sich... Egal. Warum mache ich die ganze Zeit mit der Musik, ey? Lol, wir haben ein Handelsweg weggestellt. Unser Widmungsbonus. Ist sehr wichtig. Lol. Ach so. Jawohl, Technikbonus stehen. Es ist gelungen. Raffini gestohlen. Jawohl, zum Rangagent. Jetzt geht's ab. Lol, lol. 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 Das funktioniert, das hätte ich nie geglaubt. Handelsweg errichten nach Timmendorfer Strand.
Man sollte weniger Whisky gehen, deswegen sollte man das machen. Hier sind wir echt schon weit. Ich betone echt. Ja. Oh. Leichter Ausbruch, ja. Der Lacher See bricht aus. Ich sehe es. Ja, man kann es nicht live miterleben. Schade. Das wäre cool gewesen, wenn dem so wäre. Ja, Baualter habe ich wieder. Ausrichtung wählen. Bescheutheater. Militärakademie. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ja. Toll. Politik bestätigen. Nanmadol. Wo seid ihr? Ah, da seid ihr. Gleich bei Rapa Nui. Ja, ist gut. So. Hi. Ich fahr mal weg, ne? Okay. Nein, ich gehe an die Grenze. Jawohl. Und wir sind im normalen Zeitalter. Nochmal im letzten. Auf den letzten Drücker. Haben wir es geschafft, dies zu tun? Ich muss sagen, soweit bin ich, glaube ich, noch nie in Civilization 6 gewesen. Jetzt habe ich wieder keine Ahnung, wie man weitermachen soll. Aber ich habe eine Ahnung. Alter, lässt sich's prima leben. Gut, also Leute. Wenn's euch in diesem Part gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da, dass wir da keinen Schrei haben müsst. Bis zum nächsten Mal und ciao.